Hallo zusammen. Blick in die Kristallkugel 2020 steht vor der Tür. Was wird denn auf dem Kameramarkt passieren? Sony, Canon, Nikon und so weiter. Was werden die konkret, wirklich konkret an Kameras rausbringen? Ganz wichtiger Disclaimer: Ich habe keine Insider. Ich habe aus dem Fenster geguckt und ein bisschen darüber nachgedacht, was ich glaube, dass die nächsten Kameras kommen. Bringen werden. Kameratalk, Kameralaber-Video. Also lehn dich zurück, genieße es. Und ich freue mich auf ganz viele Kommentare, weil ich bin mir sicher, ganz viele von euch werden schreiben: Ich wünsche mir dies und das. Also lasst uns gerne wissen, was du dir von deiner Kameraherstellerfirma wünscht. Jetzt käme das Intro, ne? 2020, es gibt immer noch kein Intro bei mir, sondern wir gehen direkt weiter mit dem Content. Ein paar allgemeine Überlegungen. Wenn wir mal kurz auf den Markt gucken, dann sind die Kameras die letzten Jahre, das sage ich ja schon seit 3, 4 Jahren, sind furchtbar gut geworden. Es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund mehr zu sagen, ich brauche eine neue Kamera, ich bin limitiert. Es sei denn, du bist limitiert durch deine Kamera, aber dann denk kurz drüber nach, nimm den Zettel, schreib dir auf, warum bist du denn limitiert, was fehlt dir denn? Dir ganz konkret, wenn du dir deine Fotos anguckst, ne, 2019, Rückblick, mal Fotos durchgucken. Wenn du eine bessere Kamera gehabt hättest, was hättest du denn besser machen können? Und vielleicht findest du das, ja, vielleicht fotografierst du Greifvögel im Sturzflug oder Hallen, Handball, sage ich immer als Beispiel. Dann ist irgendwie besserer Autofokus, das ist tatsächlich sehr schwierig. Aber wenn du nur so Familienfotos machst und so weiter und du hast schon eine aktuelle Kamera, dann wofür brauchst du denn eine neue? Was kann die denn mehr? Oder was müsste sie mehr können? Da vielleicht mal kurz drüber nachdenken, bevor du was kaufst. Wir haben ja 2020, ne? Wir sind alle umweltfreundlich, wir kaufen nicht mehr Quatsch, den wir nicht brauchen, sondern nur noch Sachen, die wir wirklich brauchen. Naja, ich gebe mir Mühe, ich gebe mir wirklich Mühe. Ich versuche, dass nicht mehr jeden Tag hier der Amazon-Postbote vor der Tür steht. Habe ich mir vorgenommen für 2020, viel weniger Quatsch zu kaufen. Ja, ernsthaft. So, was wird passieren? Wenn wir mal kurz gucken, zum Beispiel bei Canon, da sieht man das. Die bringen gerade im Einsteigerbereich andauernd neue Kameras raus, die schlechter sind als die Vorgänger. Wir Tester machen uns ja gerne drüber lustig, aber wenn man mal kurz drüber nachdenkt, die sind ja nicht dumm bei Canon und die kennen den Markt sehr, sehr gut, die sind sehr erfahren und so weiter, die wissen schon, was sie machen. Nur weil ich das nicht verstehe, heißt ja nicht, dass sie nicht einen Plan haben. Vielleicht. Da muss ja nicht aufgehen, aber sie haben sicherlich einen Plan. Was ich mir überlegt habe im Vorfeld, wahrscheinlich, was Canon versucht, ist wirklich die totalen Einsteiger abzuholen, die früher eine Kompaktkamera gekauft haben und die jetzt nur noch mit dem Handy fotografieren. Und die keine Spiegelreflexkamera haben wollen, die wollen keine komplizierte Kamera haben, sondern, und das ist ein sehr, sehr großer Markt, wahrscheinlich der größte Teil des Marktes, will ja nur hin und wieder mal ein interessantes Foto machen. Die wollen eine kleine Kamera haben und die soll so einfach zu bedienen sein wie ein Handy. Und ich glaube, da geht's hin. Da geht der Trend hin in der Einsteigerklasse. In der Einsteigerklasse wird die Bedienung viel ähnlicher wie ein Handy werden. Die werden alle Touch haben und die werden viel mehr Intelligenz in der Kamera haben. Wenn ich jetzt den Sonnenuntergang fotografiere mit dem Handy, dann sieht der klasse aus. Und dann mache ich das mit der teuren Spiegelreflex, die 3000 Euro gekostet hat, und da sieht der Mist aus. Wenn ich nicht Grips da reinstecke und mir Mühe gebe und mehrere Belichtungen mache und nachher das im Photoshop noch bearbeite, pipapo, ich muss da richtig, richtig Können reinstecken. Und mit dem Handy nicht. Und das ist falsch. Das ist wirklich falsch. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Und ich glaube, die neuen Kameras werden halt sehr viel mehr automatisch HDR haben, automatische Gesichter erkennen, automatische Gesichter richtig belichten. Wenn du jetzt drinnen ein Foto von deiner Frau, deinem Mann, deinem Kind machst, dann ist egal, wie das Licht ist. Wenn du es mit dem Handy machst, im aktuellen Handy, ne, iPhone Pro oder sowas, das sieht immer gut aus. Das Gesicht sieht immer richtig belichtet aus und so weiter. Und dann machst du es mit dem Spiegelreflex und dann ist plötzlich sieht alles doof aus. Und das wird also, glaube ich, ne? Also Punkt 1, viel mehr Intelligenz in der Kamera. Ich nenne das bewusst nicht künstliche Intelligenz oder sowas, viel mehr Automatik, sage ich mal so, in der Einsteigerklasse. Dann, Kameras sind alle so leistungsfähig geworden. Es gab ja im Grunde jetzt nur noch die letzten Jahre, Sony hat immer so ein bisschen die Grenzen gepusht. Sony waren die Ersten, die Gesichtserkennungsautofokus gebracht haben, der so richtig gut war. Also die sind immer noch State of the Art, aber Canon hat mitgezogen. Und ich bin mir sicher, Nikon und Fuji, die stecken da wirklich, wirklich Brainpower rein, um da auch mitzuziehen. Und die nächsten Kameras werden da gleichwertig sein mit den Sonys. Und besser bringt da nichts mehr, weil irgendwann ist so gut, die 6400, die ich habe, unter 1000 Euro die Kamera, Gesichtserkennungsautofokus, also besser geht auch gar nicht. Und da glaube ich, ist tatsächlich so, dass künftige Kameras das einfach haben werden. Die werden einfach Gesichtserkennung, das wird einfach sitzen. Gesichter werden immer erkannt und der Augenautofokus wird immer auf dem Auge sitzen. Punkt. Dann ist es kein Feature mehr, sondern ist es halt quasi eine Commodity. Jeder hat das. Und da gibt es eigentlich keinen Grund mehr, eine Sony zu kaufen. Da kann man wieder alles andere kaufen. Da kann man wieder überlegen, ja, wenn alle gleichwertig sind, welche gefällt mir denn am besten? Ja, man geht mal zum Fachhändler, nimmt mal ein paar Kameras in die Hand. Und ich hoffe, wir sind uns alle einig, also zumindest alle Reviews, die ich
seit den letzten Jahren kenne, sagen alle, Sony haben die schlechteste Usability mit weitem Abstand. Bin ich auch der Meinung. Ich arbeite seit vielen Jahren mit Sony, ich kann die Dinger wirklich bedienen. Ich kann die bedienen, aber es macht mir keinen Spaß. Und dann nehme ich mal wieder eine Nikon oder eine Canon in die Hand, eine ältere Canon, nicht die neue, und sage, oh ja, die kann ich bedienen. Die kann ich bedienen, die macht Spaß, eine Bedienung, ein tolles Werkzeug. Vielleicht nicht so leistungsfähig wie die Sony, aber sie macht mir Spaß. Und ich glaube, der Spaß wird wieder mehr in den Vordergrund rücken. Fuji mit der Retro-Linie, die werden da konsequent weitermachen und damit halt die ganzen Retro-Fans einsammeln. Und die anderen werden mehr auf Usability setzen, was sie schon machen. Und das wird mehr in den Vordergrund rücken. Ich glaube nicht, dass Sony in 2020 das schon verstanden hat. Ich glaube nicht, dass sie Touch rausbringen werden. Aber glaube ich nicht, weil die A7 R4 hat das nicht, die aktuelle Top-Kamera von Sony, sag ich mal so, ne? Neuestes Modell, die hat keinen Touch. Wir können ja jetzt keine Einsteigerkamera bringen, die Touch hat und die quasi besser zu bedienen ist und besser ist als die A7 R4. Wird schwierig, weil bessere Fotos macht die A7 nicht als eine ältere A7. Also, was soll daran besser sein? Mehr Pixel, ja, super. habe ich ja schon ausführlich auch ein Video zu gemacht, zu A7 R4, zu meiner Meinung dazu, dass mehr Pixel nicht so wichtig sind wie ein besserer Touch. Nenn mich irgendwie Haptiker, aber ich habe gerne Touch, weil es einfach zu bedienen ist. So, okay. Also das wird passieren. Usability wird mehr in den Vordergrund rücken. Die Kamerahersteller werden in der Einsteigerserie viel mehr auf Benutzerfreundlichkeit setzen. Und in der Mittelklasse wird gar nicht so viel passieren, weil Nikon hat gerade eine Serie neue Kameras rausgebracht. Die werden irgendwann eine Z8 rausbringen. Ob nur dieses oder nächstes Jahr, weiß ich nicht. Aber die Z8 wird kommen. Was wird die haben? Ich weiß nicht, ob sie weiterfahren mit diesen zwei Linien, Z6, Z7, gleiche Kamera, nur mehr Megapixel, ne, für diejenigen, die viel oder wenig haben wollen. Vielleicht machen sie Z8 mit 30 Megapixel, so wie kennen das mit der ESR sehr schlau macht, finde ich sehr gut. 30 Megapixel finde ich so der Sweet Spot. Man hat für alles, was ich irgendwie machen, was mir einfällt, das 30 Megapixel, mehr brauche ich wirklich nie. Und viele Objektive liefern das gar nicht, aber die Kamerahersteller machen natürlich gerne Kameras mit mehr Pixeln, weil sie dann teurere Objektive verkaufen können. Weil dann kommen irgendwelche Tester und sagen, das Objektiv löst gar nicht 40 Megapixel auf, also muss man größeres Objektiv kaufen. Naja, gut. Also Z8, meinetwegen Z8 und Z9 oder sowas, weil mit mehr Megapixel, das weiß ich nicht. Was wird die können? Schwierig, besserer Autofokus, habe ich gesagt. Ansonsten ist die Z6, Z7, das sind einfach fantastische Kameras. Ja, die wird wahrscheinlich zwei Kameraslots haben, weil viele von euch sich das wünschen. Okay. Und dann wahrscheinlich einen von diesen neuen und einen von den alten Karten. Slots. Und dann benutze ich nur noch den alten Kartenslots, weil der neue ist wirklich ein Nervenarsch. Aber davon mal ab, sind das so tolle Kameras, da habe ich keine offenen Wünsche. Gesichtserkennungsautofokus und das war's. Canon wird die 5D-Nachfolger quasi bringen. Ich glaube, sie bringen da keine Spiegelreflex mehr. Vielleicht bringen sie noch einen, aber ich glaube nicht. Sondern die werden EOS R-Nachfolger bringen. Und der wird, die EOS R ist ja per se eine gute Kamera. Mit dem neuen Autofokus-Update ist die super. Farben sind einfach best of. Also da passt eigentlich alles, es hat halt keinen Joystick und keine zwei Kamerakartenslots. Das heißt, sie werden eine EOS R Profi rausbringen und die wird zwei Kartenslots haben und die wird einen Joystick haben, damit die Kritiker wie ich Ruhe geben. Was Canon meiner Meinung nach falsch macht, habe ich schon öfter gesagt, im Vollformatbereich und im APS-C-Bereich sind Objektive. Vollformat setzen sie auf super teure Objektive, für die es einfach keinen großen Markt gibt. Das heißt, die ganze R-Mount-Serie bei Canon. Ich habe es mehrfach gesagt, ich habe mein Canon-Zeug im Wesentlichen verkauft. Ich habe das nur, weil ich den Kanal habe, habe ich noch eine Canon, damit ich mitreden kann, aber sonst hätte ich keine Canon mehr. Obwohl sie nach wie vor beste Mini hat, beste Farben hat und so weiter und eigentlich meine Lieblingskameramarke wäre. Aber sie machen nicht das, was ich brauche. Nikon macht das, weil die bringen die Objektive raus, die ich brauche, Arbeitstiere. Und Canon bringt halt so die was raus, die ich mir nicht leisten kann und möchte, die für mich nicht relevant sind. APS-C Canon. Sie setzen halt auf diesen komischen M-Mount nach wie vor, bringen aber da nur halbherzig Objektive. Die müssen sich endlich mal entscheiden. Sigma hat jetzt endlich Objektive für den M-Mount gebracht. Das ist super für Canon. Also beste Entscheidung von Canon quasi, dass Sigma das gemacht hat. Vielleicht werden sie es irgendwann machen, ich weiß es nicht. Aber ich gehe davon aus, die werden irgendwie weiter versuchen, den großen Einsteigermarkt abzugreifen mit diesen komischen stark beschnittenen Kameras, die sich einfach zu bedienen lassen, die aber irgendwie keine richtigen Kameras mehr sind. So, also ganz komisch. Kann ich nicht so richtig greifen, habe ich gesagt. Und den M-Mount habe ich auch schon öfter gesagt. Der ist so irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch. Und da ich Veganer bin, irgendwie will ich beides nicht haben. Kann ich mich nicht mit anfreunden, weil welche Objektive schneide ich davor und so weiter.
Also so, ja. Man merkt, ich bin am Zwiespalt, bin ich wirklich. Und immer mal wieder gucke ich mir meine alten Bilder durch und sage, die meisten meiner Lieblingsfotos sind mit der Canon gemacht. Und ich hätte gerne eine gute Canon, hätte ich wirklich gerne, würde ich mir wünschen, mit vernünftigen Objektiven. Also genau das, was Nikon macht, nur von Canon, wird nicht passieren. Nicht in 2020, leider. Das heißt, ich werde weiter von Canon wegrutschen, so ein bisschen. Tut mir leid für die Canon-Fans. Das hat ja nichts damit zu tun, die ganzen Content-Videos, die ich mache, die Tutorials und so weiter, die gehen ja immer für alle Kameras. Es wird von mir aber weiterhin nicht viele Canon-Reviews geben, weil da nichts dabei ist, was mich interessiert. Das ist leider so ein bisschen so. Dann Sony, habe ich gesagt, APS-C werden sie wahrscheinlich nichts bringen. Ab Vollformat werden sie wahrscheinlich endlich die auch sagenumworbene A7S bringen, wie auch immer sie dann heißt. Ist man gespannt, was sie bringen wird, weil die wird wieder so super lichtstark sein und sie wird wieder vor allem für Filmer sein. Ich weiß nicht, was das Problem bei Sony ist, weil andere Kamerahersteller können das ja. Also sie werden Slow Motion anbieten. Ob nun 60 oder 120p, weiß ich nicht, aber die werden Slow Motion anbieten, die werden diverse Filmfeatures halt einfach haben. Und alle wir YouTuber und so weiter werden uns die A7S kaufen natürlich. Das heißt, im nächsten Jahr, wenn sie da endlich kommt, wird es davon ganz viele Videos geben und alle werden sich die wünschen so ein bisschen, weil die A7S, die es jetzt gibt, ist halt schon ein bisschen älter, hat halt sehr wenig Pixel. Für mich, ich kann sie nicht haben nutzen als Fotokamera, weil sie zu wenig Pixel hat. Fürs Filmen ist das egal. Aber wenn die 24 hätte und dann alle anderen Features, die sie halt sonst so hat, dann werden wir die wohl kaufen hier bei uns. Die A7 IV wird kommen. Das wird so sein wie die A7 R4. Nur ein bisschen schlechter halt. Ne? Billiger und schlechter halt. Also weniger Megapixel. Wahrscheinlich kein Touch. Und wahrscheinlich, wo ich mich bei Sony halt ein bisschen sehr schwer tue, gerade bei der A7 III, da würde ich mir wünschen, A7 IV mit besserem Display, besserer Sucher, und Touch. So, das ist das, was ich. Deswegen würde ich die kaufen, wenn das da wäre. Alles andere könnte gleich sein. Gleicher Sensor könnte alles gleich sein. Aber die drei Features abgedatet, da würde ich sie kaufen. Wird leider, glaube ich, nicht passieren. Deswegen, ob ich die kaufen werde oder nicht. Wir haben es hier im Team diskutiert. Der Sebastian filmt meistens mit meiner A7 R3. Er hätte gerne eine A7 IV, wenn sie dann rauskommt, oder eine A7 III halt. Und ich habe gesagt, wir warten auf die A7 IV, bevor wir da was kaufen. Also die steht auf der Wunschliste. Geld ist reserviert, quasi eine stille Reserve gebildet. Aber ich weiß nicht, wann sie kommt und ich weiß nicht, ob es Sinn macht, ob die für Filme irgendwie, weil wir vor allem filmen natürlich auch, wie relevant sie da ist. Dann Fuji, die haben ja im Moment zwei Linien quasi, die haben es angefangen auf Film zu setzen, haben eine Filmkamera rausgebracht, dann die kann plötzlich, Fuji hat lange gesagt, es geht nicht Bildstabilisator in ihre Kameras zu machen. Und plötzlich ging es doch. Und jetzt haben sie eine X-T3, die ja per se eine gute Kamera ist, halt in der Preisklasse ist, wo andere Kameras einen Bildstabilisator haben und sie hat keinen. Das heißt, die X-T4, ich glaube nicht, dass sie nächstes Jahr kommt, ich glaube, die kommt jetzt übernächstes Jahr, weil Fuji nicht so häufig kommt. Aber die wird halt weiter Video ausbauen, das heißt, die wird Slow Motion haben, 60p zum Filmen und sie wird Bildstabilisator haben, weil Bildstabilisator ist fürs Fotografieren irrelevant, der ist nur fürs Filmen interessant. Und dafür wird sie kommen. Bei Fuji ist halt so ein bisschen schwierig mit den Objektiven. Da würde ich mir wünschen, dass sie zum Beispiel das 35er 1.4 mal aktualisieren. Das ist ja wirklich alt und wahrscheinlich das schlechteste Fuji-Objektiv überhaupt. Damit arbeite ich, weil ich keine Alternative habe und ich hätte gerne eine Alternative. Dann würde ich auch mehr mit Fuji arbeiten. 35mm 1.4 besser. In gut und schlecht darf ich ja nicht sagen bei Fuji. Das würde ich mir wünschen. Aber, und dann vielleicht auch mal eine Aktualisierung von dem Ultraweitwinkel für Landschaft, das nicht, ne, also so ein 16, 24, sowas in der Größenordnung, oder 10, 24, sowas vielleicht, 10, 24 in Sigma-Qualität quasi, Sigma für Fuji, das wäre gut. Das ist das, Tamron wird weiter, aber Tamron habe ich schon mal ein Video zu gemacht quasi, das hieß glaube ich ungefähr, was Tamron besser macht als alle anderen. Die machen das wirklich schlau, weil die haben erkannt, die Kameras sind so gut, alle haben inzwischen eine gute Kamera, die in den letzten 3 Jahren Mittelklasse gekauft haben, sage ich mal so. Die sind alle gut. Aber nicht jeder möchte super viel Geld dafür ausgeben und nicht jeder möchte eine super große Kamera plus Objektive mitnehmen. Das heißt, was Tamron sehr gut macht, die bringen eine ganze Serie an Objektiven raus, die klein und leicht und relativ günstig sind und trotzdem gut. Früher waren sie günstig und schlecht und jetzt sind sie günstig und gut. Also Preis-Leistung bei Tamron ist best of, keine Frage. Und damit haben sie natürlich sehr schnell plötzlich einen hohen Marktanteil gewonnen, für Vollformat vor allem. Und das werden sie, glaube ich, auch für APS-C ausbauen, weil die haben erkannt, dass sie damit einen Riesenerfolg haben. Und die bringen ja ein Objektiv nach dem anderen raus. Sigma wird auch so ein bisschen so weitermachen. Die machen das gleiche wie Tamron, nur in besser, teurer,
schwerer, größer, besser. Ne? Weil es gibt ja immer irgendwie, gut genug ist ja für jeden was anderes. Das heißt, die werden weitermachen. Die haben so tolle Objektive rausgebracht dieses Jahr. Und was ich mir natürlich wünsche, ist, dass sie so ein 16-50-2.8 rausbringen. 16-50-2.8 und am liebsten gleich für alle Systeme, ne? Für Canon, Nikon und Sony, Fuji. Und zwar so wie Sony das gerade gemacht hat mit ihrem 16-55-2.8, aber 400 Euro weniger und vielleicht noch ein bisschen, vielleicht noch einen Tick besser im Weitwinkelbereich. Weil da ist Sony so ein bisschen so, naja. Das würde ich mir natürlich wünschen. Machen Sie das? Weiß ich nicht, das wünsche ich mir schon länger. Ich schreibe denen das auch immer, wenn sie mich lassen. Aber ich spreche natürlich nicht mit Sigma Japan, ich spreche mit Sigma Deutschland. Ich weiß nicht, wie weit das nach Japan geht, keine Ahnung. Aber würde ich mir wünschen natürlich. Aber die werden auf jeden Fall noch so ein bisschen was rausbringen, vielleicht 70-200er mehr verbreiten, weil im Grunde haben sie für Vollformat alles, nur nicht für alle Anschlüsse. Zum Beispiel unterstützen sie ja noch nicht so richtig die neuen Anschlüsse von Canon und Nikon. Vielleicht wird da was kommen. Wahrscheinlich wird da was kommen, wahrscheinlich so mal ein Objektiv so zum Ausprobieren. Und dann werden sie merken, oh, das kommt gut an. Das 2470. 2470-2.8 für Z-Mount und für R-Mount. Das würde sich sicherlich gut verkaufen. Aber viel, viel interessanter wäre 16-50-2.8. In gut, in bezahlbar. So sagen wir mal 800 Euro oder sowas. Ist ja auch nicht wenig für ein Objektiv. Aber halt besser als das Sony. Für weniger Geld, weil das machen sie sehr gut. So, ganz konkret jetzt nochmal ganz kurz, weil eben ganz viele von euch schreiben mich an. Was wünschst du dir von Kameraherstellern? Ja, was wünsche ich mir? Ich schreibe dann immer gar nichts. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Und das ist tatsächlich so. Ich bin natürlich jetzt Reviewer. Ich habe halt verschiedene Kameras und kriege immer die neuesten Modelle und so. Ja, das macht es ein bisschen einfacher für mich. Aber nichtsdestotrotz, im Grunde gibt es alles, was ich brauche für meine Arbeit, gibt es inzwischen. Aber teilweise verteilt auf die verschiedenen Kameras. Sony zum Beispiel ist eine super Kamera, hat keinen Touch. Hat keinen Touch. Deswegen arbeite ich mit Nikon, weil die Bedienung so viel besser ist. Nur weil die Bedienung besser ist. Die Kamera ist nicht besser als die Sony. Aber die Bedienung ist viel besser. Und dadurch ist die Kamera besser. Und wenn ich mich frage, ich habe jetzt auch die Tage mal meine Fotos durchgeguckt, ein bisschen so, was sind so meine Favoriten und was sind so die Patzer, die ich gemacht habe, was ist schiefgegangen. Dann sind das Sachen, die schiefgegangen sind immer, wo ich was falsch gemacht habe. Es war nie so, dass ich gesagt habe, oder ich konnte ein Shooting nicht machen, ich habe ein Shooting in den Sand gesetzt, weil meine Kamera mich begrenzt hat. Nein, das bin immer ich, meine Fähigkeiten. Weil ich unkonzentriert war, weil ich nicht gut vorbereitet war, weil ich das falsche Objektiv dabei hatte oder wie auch immer. Das ist natürlich immer so eine Sache, gerade in der Berufsfotografie, wo ich halt einen Auftrag habe und wo ich irgendwie einen Termin habe und ich fahre dahin und muss halt liefern. Und dann habe ich irgendwie meinen Ultraweitwinkel vergessen und bräuchte das. Dann muss ich halt tricksen und kann vielleicht manches nicht machen. Weil irgendwie, ja, irgendwas manchmal, gerade Ultraweitwinkel, braucht man halt manchmal einfach Indoor. Das war tatsächlich so, Indoor hatte ich was gemacht in der Werkstatt und ich hätte Ultraweitwinkel gebraucht, ich habe es vergessen. Hätte noch mal kommen müssen, ging dann auch nicht irgendwie. Ja, war so doof. Mein Fehler. Passiert. Aber das lag nicht an der Kamera, sondern das lag daran, dass ich eine Checkliste habe und die nie benutze. Oder dass ich mache halt viel Handwerker, habe ich jetzt viele fotografiert dieses Jahr. Und bei denen in der Werkstatt und so weiter. Und da war ich manchmal nicht gut genug vorbereitet im Sinne von, ich habe halt, was ich mache eigentlich, mache mal ein eigenes Video zu, was ich eigentlich mache, ist, ich mache mir vorher eine Liste an Fotos, die ich machen möchte. So. Und dann kann ich in der Werkstatt oder mit dem im Gespräch mit ihm halt reden und können wir das und dieses und jenes machen. Das Problem ist, ich kenne die Berufe häufig nicht im Detail. Ich weiß nicht genau, was die machen. Grobe Vorstellung. Und ich schreibe denen vorher immer, bitte bereitet was vor, dass wir auch was arbeiten können. Aber ich weiß denn nicht zwingend, was die da machen werden. Ich verstehe es auch nicht zwingend im Vorfeld, weil ich die Details auch nicht kenne. Und dann hilft das, wenn man sich intensiv mit dem Beruf beschäftigt. Aber das heißt, ich muss da vorher ein, zwei Tage rein investieren. Und das passt halt nicht immer im Alltag. Das war ein paar Mal so. Und das hat dann teilweise dazu geführt, dass ich nicht die Fotos machen konnte, die ich im Nachhinein gesagt hätte, oh, das hätte ich machen sollen. Aber es hat mit der Kamera nichts zu tun. Also ich hatte nie das Gefühl, der Autofokus lässt mich irgendwas nicht machen. Ich hatte nie das Gefühl, boah, weniger ISO-Rauschen wäre irgendwie ein besseres Foto. Ich hatte nie das Gefühl, wenn ich dieses Objektiv oder jenes Objektiv hätte, wäre irgendwie besser. Ja, ich habe dieses Jahr neue Objektive gekauft, die besser sind als meine vorherigen. Sigma, ne? Ultraweitwinkel oder Sigma 2470 ist besser als das Sony 2470. Aber Nuancen, ganz kleine Nuancen in den Rändern, das wusste ich nicht, dass ich da eine Schwäche habe. Und hat mich vorher auch nicht gestört, stört mich auch jetzt nicht. Und so weiter. Also wir haben so sehr, sehr, sehr hohes Niveau erreicht. Einzig halt Bedienung, wo ich immer wieder sage, ich werde emotional und fluche über so sinnlose Sachen, wo ich mir sage, Mensch, kann mal einer mitdenken. Ich filme mich jetzt mit der Sony. Ich weiß nicht, ob sie aufnimmt. Weiß ich nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht 30 Minuten irgendwie
mit mir selbst gesprochen habe, aber ich weiß es nicht. Das heißt, ich muss jetzt, wenn das Video durch ist, hingehen, auf Play drücken und hoffen, dass ich nicht über 30 Minuten bin, weil sonst hat es abgeschnitten, und hoffen, dass er überhaupt aufgenommen hat. Und hoffen, dass ich nicht irgendwie die Lautstärke verstellt hatte oder sowas. Ich sehe es nicht. Keine Ahnung. Warum ist da nicht ein Klappdisplay dran? Klappdisplays. Gibt der Welt mehr Klappdisplays für uns YouTuber. Also, ich hoffe, das war unterhaltsam. Ich freue mich auf deinen Kommentar zu deinen Kamerawünschen und wünsche dir einen guten Rutsch und ganz viel Fotospaß im nächsten Jahr. Tschüss.